Hallo und herzlich willkommen zu 1000 PS TV. Heute mal auf einem ganz anderen Ort. Wir befinden uns in Kärnten. Hannes, servus. Servus, Valentin, hallo. Wo sind wir denn genau? Wir sind in Mühldorf in der Honda-Werkstätte Bobodi. Das ist schon seit vielen Jahren die Werkstätte meines Vertrauens. Varadero wird da genauso gewartet wie im Hintergrund die Afrika Twin. Okay, und warum wir genau hier sind, das hört sich nach dem Intro. Das letzte Mal haben wir den Hannes bei 200.000 Kilometern mit der Afrika Twin besucht, da hat der liebe Fauli das Interview gemacht. Und jetzt, nur eineinhalb Jahre später, sind wir bei 300.000 Kilometern mit der Afrika Twin angelangt, beziehungsweise der Hannes ist. Unglaublich. Das fahren andere mit dem Auto nicht in 10 Jahren, was du in 4 Jahren mit der Afrika Twin gefahren bist. Gib uns vielleicht mal eine kurze Zusammenfassung, was sich in den letzten 100.000 Kilometern getan hat. Ja, da muss ich meine Unterlagen annehmen, weil alle Daten habe ich nicht auswendig. Auf die letzten 100.000 Kilometer war die Benzinpumpe. Das habe ich auch auf in einer PDF-Datei auf meiner Homepage. Also diese ganzen Problemchen, die tatsächlich vorhanden waren, habe ich genau aufgeführt. Die PDF-Datei auf der Homepage hat mittlerweile 14 Seiten, ist 14 Seiten lang. Und zwar am 29. Februar heuer hätte es einen speziellen Ironbad geben, weil der 29. Februar ist ja nur alle 4 Jahre und noch dazu ist bei uns klimatisch nicht alle 4 Jahre ein Motorradfahrtag. Und genau auf den Tag, wo ich so eine Langstrecke fahren wollte, ist die Benzinpumpe eingegangen. Und danach, also was das Jahr 2020 angeht, also das letzte Jahr eigentlich, wenn man den August von 2019 nimmt, Juli, August, hat es überhaupt keine weiteren Defekte gegeben oder irgendwelche Störungen, bis auf die Benzinpumpen, die am 29. Februar, wie gesagt, heuer den Geist aufgegeben hat. Und da habe ich Bilder auch und auf der PDF-Datei, also das ist alles auf meiner Homepage. Also das ist, glaube ich, warehannes.at, gell? Da gibt es auch, ich glaube, du führst auch Buch über alle Reifen, die du drauf montiert gehabt hast. Ich glaube, das heißt, aktuell ist der Conti Trailer Tech 3 wieder drauf, gell? Das bist du aber auch schon in den zweiten Satz mit denen unterwegs. Davor Bridgestone und ich glaube, du bist ja eh schon jeden Reifen, den man quasi für die Honda Africa Twin 1000 fahren kann, auf dem Radl gefahren. Ich sehe schon, da kommen die ganz genauen Daten. Also, was hast du jetzt gerade drauf? Aktuell ist der Conti Trailer Tech 3 drauf, schon das vierte Mal. Und davor bin ich den Metzler Karoo Street gefahren, den habe ich eigentlich so verglichen mit dem Conti DKC 70. So von der Profilgrobheit, also von der Fahrbarkeit im Schoder, sind sie von vorn her ziemlich ident gewesen. Asphalt, beide Reifen sehr gut, also Schräglagen bis Richtung Fußrasterkratzen sind möglich. Natürlich muss die Temperatur passen, also da muss man schon aufpassen, bitte nicht gleich in diese Schräglagen gehen mit so einem Reifen. Was mir aber nicht gefallen hat gegenüber vom Conti Trail DKC 70 waren durch 10.477 Kilometer Laufleistung und am Metzeler Karoo Street habe ich mit meiner Fahrweise 5.478 zusammengebracht. Also etwas mehr wie die Hälfte nur. Ja, und ich glaube, da waren ja auch Reifen dabei, mit denen du deutlich über 10.000 Kilometer schon gefahren bist, gell? Ja, das waren die A41 mit mehrmals um die 15.000 plus minus. Das war der Conti Trailer-Tech 3. Einmal sogar mit 17.900, dann wieder mit 12.000, 18, dann einmal mit 10.960, also 12.018, 11.960, nur 50 Kilometer um ungefähr, also mit den zwei Garnituren. Bridgestone AX41, der ist noch grober, also der war auch auf dem Schoder natürlich stärker von der Performance als wie der DKC 70 oder der Metzeler Karoo Street. Und auf den habe ich auch über 10.900 Kilometer zusammengebracht. Okay, weil du jetzt das Schotterfahren angesprochen hast, da bist du ja verglichen mit deiner Straßenleistung eigentlich ein Frischling, kann man fast sagen, aber mit der Afrika Twin zum Schotterfahren gekommen. Und wie taugt es da im Gelände? Was heißt Gelände, ist das falsche Wort. Ich fahre ja nicht im Gelände, ich fahre ja nur auf unbefestigte Wege, sagen wir es einmal so. Aber
Nein, die Liebe habe ich noch nicht dazu gefunden. Also das gebe ich ehrlich zu, aber ich habe schon mehrmals erwähnt, es gibt für einen Motorradfahrer Bereis, also befahrbare Schotterstrecken, die erlaubt befahrbar sind, wo man in Gebiete kommt, einfach Panorama und Berggegenden abfahren kann, die man auf Asphalt halt nicht erreicht. Also wunderschöne Sachen gibt es da und da zahlt es sich aus, doch ein bisschen sich mit Schotterfahren zu beschäftigen. Ja, ich muss sagen, ich bin heuer auch das erste Mal länger und intensiver im Schotter unterwegs gewesen, unter anderem auch mit der AFA Katrin, allerdings mit der 1100er, ebenfalls mit DCT-Getriebe. Und da sagen ja viele, also DCT, sie finden da nicht so richtigen Zugang dazu oder finden sich damit nicht zurecht. Ich war am Anfang selbst auch skeptisch, aber muss sagen, jetzt, ich bin jetzt gerade im Zuge meiner Motorrad-Österreich-Tour eine Woche lang damit mit der AFA Katrin Adventure Sports 1100 unterwegs und ich muss sagen, ich möchte es eigentlich nicht mehr missen. Ich glaube, dir geht's ähnlich. Ja, man braucht aber, ich bin ja vorher circa 1 Million Kilometer Motorrad gefahren in meinem Leben, bevor ich die Afrika gewinkelt habe mit dem DCT. Also das heißt, ich war das Schalten sicher intensiver von der Gewohnheit her gewöhnt, als wie irgendein Motorradfahrer, der halt 80, 100 oder 200.000 Kilometer in seinem Leben gefahren ist. Und mit einer Eingewöhnungsphase von 8 bis 10.000 Kilometer sage ich heute, ich möchte mit dem Fuß nicht mehr schalten, weil es heißt ja nicht, dass ich mit dem DCT nicht schalten kann. Ich habe die Plus- und Minustasten. Nur bewege kaum Körpergewicht bei einem Schaltvorgang. Und wenn ich den ganzen Fuß bewege für einen Schaltvorgang, ist das ein riesiger Unterschied. Noch dazu kann ich mit der Afrika Twin in Linkskurven in deutliche Schräglung schalten, wo ich mit der Varadero oder mit einer anderen Motorradtype, die eben in Schalthebel links hat, mit dem Fuß nicht mehr auf zweite, dritte schalten kann. Wenn ich in der Kurve beschleunige, aber so eine starke Schräglung habe, komme ich mit dem Fuß nicht runter rein. Ja, also ich finde auch, dass das DCT den Schaltvorgang unglaublich weich macht. Also das bringt man mit Quickshifter, auch wenn er noch so gut abgestimmt ist, bringt man es nicht hin, dass man so sanft schaltet wie mit diesem DCT. Und da ist eigentlich auch egal, ob man das DCT selbst schalten lässt oder ob man manuell eingreift. Meine häufigsten manuellen Eingriffe sind die Motorbremse, das habe ich schon öfter erwähnt bei Berichten, dass ich sehr, sehr stark die Motorbremsen nutze. Ich habe ja schon den Satz gesagt, die Königsdisziplin beim Tourenfahren, wenn es Zweizylinder und Kubatur mindestens 900 aufwärts, so dass die Motorbremsen wohl auch tatsächlich wirken. Und ich weiß, ein 600er Vierzylinder hat natürlich kaum eine Motorbremsen. Da kann ich nicht ohne Bremslicht fahren, sage ich. Aber wenn ich bei einer 1200er und mehr Bremslicht ziehe, ohne dass es steil bergab geht, dann wird zu wenig vorausschauend gefahren, sage ich auch. Weil wenn man das schafft, dann bremsfrei zu fahren, also mechanisch bremsfrei, nur über die Motorbremsen zu fahren, dann kann man das nur dann umsetzen, wenn man auch vorausschauend genug fährt und um die Spur früher halt vom Gas runtergeht, ein-, zweimal, möglicherweise, je nachdem, was für Gang gerade drin ist, dreimal die Minustasten betätigt, fünfte bis auf die zweite, dann habe ich natürlich alle Möglichkeiten, sehr viel den Motor zu nutzen. Das ist ja auch beim Test die Hauptaufgabe, weil der Angelo im Hintergrund, was die Afrika Twin gerade servisiert bei den 300.000, hat die Bremsbeläge rausgenommen und das ist jetzt der vierte Satz. Also ich bin im Schnitt 75.000 Kilometer mit einem Satz Bremsbackeln unterwegs, wo ich am Anfang aber etwas, weil ich die Maschine auch kennenlernen habe müssen, noch mehr gebremst habe. Da bin ich unter 50.000 gefahren mit einem Satz Bremsbackeln und ich habe auch schon Bremsbeläge drinnen gehabt, wo ein Satz Bremsbeläge auf die Vorderscheiben 93.000 und ein paar Kilometer drüber. Ja, na, das heißt aber sozusagen im Umkehrschluss, das DCT wird nicht geschont von dir, im Gegenteil, du nutzt es wirklich intensiv und am Anfang hat Honda ja bei der Afrika Twin keine Wartungsarbeiten beim DCT vorgeschrieben gehabt, da warst du ja eigentlich auch einer der Pioniere, die als erste diese hohen Kilometerleistungen haben. Wie ist das jetzt im Serviceplan, muss man da jetzt was machen beim DCT? Beim DCT selber nicht. Also ich unterscheide, es ist zwar alles eine Einheit, das ist schon klar, aber wenn mir würde Beispiel die Varadero umfallen und es bricht der Schalthebel ab, dann sage ich auch nicht, die Kupplung ist kaputt. Und wir haben ja beim DCT mehrere Komponenten. Das ist einmal das Doppelkupplungsgetriebe, dann ist im Öl drinnen Pumpen, Hydraulikpumpen, ich glaube 10,5 Bar Pumpen, die die Kupplungen ja bedient. Und dann habe ich heraus den kleinen links, den kleinen schwarzen, wo sonst der Ganghebel reingeht, über ein Gestänge, den Schaltmotor.
Der Schaltmotor hat vereinzelt Probleme gemacht. Das heißt, durch den Verschleiß, durch den Kohlenstaub, der entsteht, kann Widerstandsveränderung sein. Und da registrieren die Sensoren von den Steuergeräten, dass da was nicht in Ordnung ist und stellen praktisch den Schaltvorgang ab. Und letztes Jahr haben wir bei einer Afrika-Twin auf einem Campingplatz in Frankreich, da war ist das Problem aufgetaucht von einem holländischen Kollegen von mir, am Campingplatz den Schaltmotor selber zerlegt, gereinigt und der fährt nach wie vor, ohne dass er die Werkstatt besucht hat. Also ohne sterile Bedingungen, trotzdem der Patient lebt nach der Operation sozusagen. Wunderbar. Gehen wir vielleicht noch kurz darauf ein, weil du bist jetzt durch die 1100er, wie du mit Nils unterwegs warst, im Juni, glaube ich, war das, bist du 1100er auch gefahren. Ist da deiner Meinung nach jetzt ein großer Schritt nach vorn, weil dir da doch die 1100er hat jetzt, glaube ich, 7 PS mehr, ein bisschen mehr Drehmoment. Am DCT ist aber, glaube ich, bis auf Kleinigkeiten nicht wirklich was verändert worden. Wie ist dein Fazit 1100 versus 1000? Der Sprung ist relativ groß, weil ich habe ja das Vergnügen gehabt, ja, mit dem Showa Vorwerk, also das elektronische Vorwerk, das ich natürlich auf meiner nicht habe. Und den Abschnitt, wo ich gefahren bin, durch Kärnten, wie ich Nils von Heiligenblut bis Eisenkabel durch Kärnten geführt habe, habe ich mir dann einen Abschnitt ausgesucht, den ich kenne, der sehr rippig ist, kurvenreich ist, wo wirklich das Vorwerk eine Rolle spielt. Und ich bin halt gefahren und habe die Mehrleistung spürt man schon, also obwohl es nur 7 PS mehr sind, aber das spürt man, das, weil ja das Drehmoment der ausschlaggebende Punkt ist, wenn sie von unten wegziehen und fangen. Aber was mich nachher gewundert hat, weil ich ja vom Vorgefühl her die Straßen mit der Afrika-Twin-Wiese, habe die 2016er schon oft gefahren bin. Das ist bei Bleiberg Richtung Villach, also über Heilinggeist. Das ist ein, wie gesagt, rippiger, schlechter Asphalt. Und dann schaue ich am Dach und habe Geschwindigkeiten drauf, die mich würde wahrscheinlich nicht so locker fahren getrauen mit dem alten Vorwerk. Also von diesem EERA, von dem elektronischen verstellbaren Fahrwerk, bin ich auch begeistert. Was auch großartig ist, dass man da die Federvorspannung im Stand elektronisch verstellen kann. Also allein unterwegs, mit Sozius unterwegs, mit Sozius und Gepäck unterwegs, sofort eingestellt. Und das spürt man auch wirklich im Fahrbetrieb. Also es ist kein Gimmick sozusagen, sondern das hat echt einen Sinn und ist ein, glaube ich, das ist vielleicht der größte Schritt, den man im Vergleich zu 1000 ersetzen kann. Was noch ist, was ich meine auch nicht hat, das ist ja ab der 218er gewesen, dass man, wenn man die Minustasten drückt, dass minimal das Gas ankommen wird und der Schaltvorgang noch einmal weicher gemacht wird. Also auch das, wie du schon angesprochen hast, die kleinen Veränderungen beim DCT sind teilweise steuerungsmäßig, ob jetzt da in der Hardware wirklich was verändert und weiß ich nicht. Aber das könnte ein Honda-Spezialist sagen, was ich, der Christian Zwedern zum Beispiel, oder eben der Klaus Popodi oder auch der Angelo im Hintergrund. Aber vom Schaltverhalten ist er noch einmal um die Spur weicher und Lebensdauer dadurch vermutlich ohne Ende. Weil bis jetzt fahre ich mit der Maschine 300.000 Kilometer und fahre wirklich, wie du auch schon erwähnt hast, sehr hart über die Motorbremsen. Das ist für mich ganz normal, Tacho-mäßig ganz knapp unter 70 muss ich sein, dass ich die erste schalt, wenn ich bergab fahre. Weil ich fahre relativ steile Bergstraßen bergab bremsfrei. Ja, dass der Motorbremswirkung ist bei einem neuen ja auch einstellbar. Das kann die 16er auch nicht, oder? Ja, das kann die 16er auch nicht und habe da eben einfach lernen müssen, bei welchen maximalen, vor allem, es kann nichts passieren, wenn ich über 70 bin, nimmt sie den Tastendruck nicht an. Also die Maschine nimmt einen Schaltvorgang nicht an, wenn man würde in den roten Bereich kommen. Ja, da ist das DCT sicher noch besser geworden. Würdest du sagen, für dich kommt kein Schaltmotorrad mehr in Frage, weil du so verwöhnt bist vom DCT, oder genießt du es dann doch manchmal auf deine Varadero noch aufzusteigen und dort mit Schaltung zu fahren? Ehrliche Antwort. Ich fahre die Varadero aus emotionalen Gründen nicht, weil ich sie fahren will. Das Fußschalten ist, ich sage heute mittlerweile mit 300.000 Kilometer Fahrpraxis auf einer DCT, es gibt nichts Sinnloseres, als wie so viel Körpermasse für einen Schaltvorgang bewegen, wenn ich da herum mit Gramm Körpermasse, mit dem Zeigefinger, wenn ich wirklich mal die Plus-Tasten brauche, oder eben mit dem Daumen, so wie ein Blinker schalten. Und die Ruhe, ich habe ja früher schon gesagt, also es gibt dann Situationen, wo ich bei einem Motorrad mit Fußschaltung, egal ob dann ein Quickshifter oder ein Blipper und was alles es heute auch gibt, vorhanden ist, ich komme nicht mehr
in der deutlichen Linksschräglage mit dem Fuß unter den Schalthebel, dass ich zweite, dritte oder dritte, vierte schalten kann. Ja. Vielleicht schreibt es uns in die Kommentare drunter, was haltet ihr davon? DCT, ist das was für euch? Nutzt ihr das selber? Könntet ihr es euch vorstellen? Oder seid ihr krasse Gegner und sagt, das Schalten gehört zum Motorfahren einfach dazu und ich würde es nicht missen wollen? Lasst es uns wissen. Ja, sicher, bitte. Okay. Und jetzt muss man sagen, 300.000 Kilometer, eben mit diesen leichten Wartungsarbeiten, die dann alle 48.000 Kilometer vorgeschrieben sind, dürfte jetzt die Standfestigkeit auch kein Problem sein. Gut, apropos 300.000 Kilometer, ich sehe deine Hose, die hat auch schon fast so viel am Puckel, glaube ich, 200.000 Kilometer bist du jetzt mit der Kombi unterwegs. Die Kombi habe ich das erste Mal angehabt am 27. August 2017, wo wir in Niederösterreich 100.000 Afrika-Twin und 600.000 Varadero gemacht haben. Und mittlerweile habe ich da 200.000 mehr und auf der Varadero 68.000 mehr. Aber ich habe ein Jahr später eine weitere Garnitur gekriegt, die mit Lederapplikationen ist, also optisch wunderschöne Stadler und die Hose ähnlich wie die. Und ich weiß grob von den Verwendungen 60.000 bis 65.000 habe ich die andere Garnitur angehabt. Also die Garnitur, so wie ich jetzt da sitze, Jacke und die angezogene Hosen, ist sicher 200.000 Kilometer benutzt worden beim Motorradfahren. Und hat bis keine optischen wirklichen Verschleißerscheinungen. Die Reißverschlüsse funktionieren alle. Die Bekleidung, warte, das lege ich mal weg. Bei den Reißverschlüssen sieht man da ein bisschen an die Verschleißerscheinungen. Ist mir aber schon, ich war vor kurzem bei Stadler, vor 3 Wochen ungefähr, da ist mir auch gesagt worden, die können sie jederzeit austauschen. Also das ist auch kein Problem. Okay, bei solchen, also das heißt, es müssen ja auch unendliche Stunden gewesen sein, die du es getragen hast, und nehme ich mal auch bei allen Witterungsbedingungen von quasi leichten Schneefall bis hin zu extremer Hitze. Die Frage ist jetzt, die sich mir stellt, wie pflegst du das Gewandel, dass das so lange hält? Ich habe das Gewand auch relativ hart getestet, weil im 27. August 2017 habe ich es gekriegt und dann bin ich im Winter 2017, 2018 mehr wie 10.000 Kilometer im Winter auf salznasse Straßen gefahren. Ich habe früher bei der Bekleidung immer einen alten Regenanzug zum Schutz der Bekleidung drüber angezogen, dass ich die Bekleidung schütze. Im Winter schadet es auch nicht wegen der Temperatur. Aber da bin ich tatsächlich mit der Bekleidung ohne einen Regenanzug drüber, ohne einen zusätzlichen Schutz im Salz gefahren. Ich habe auch auf meiner Homepage ein paar Bilder gepostet, wie das verkrustet ausgeschaut hat. Und es wird dann gewaschen. Es wird dann nach Betriebsanleitung vom Stadler, wie man für die Gorontex kriegt, kann man auf der Homepage von Stadler nachlesen, mit Imprägnierungsspray wieder behandelt. Und die Hosen ist nach wie vor auch, wo die Schwachstellen hauptsächlich sind bei der Gorontex-Bekleidung im Sitzbereich, ist die noch dicht. Und wenn ich wirklich einmal minimale Feuchtigkeit, also nicht wirklich nass wäre, dann kann ich sie wieder noch einem Wäschevorgang, wo es mit einem feinen, speziellen Gorotex-Feinwaschmittel gewaschen wird, wieder mit einem Imprägnierungsspray einsprühen, kann dann wieder den nächsten Regen 600, 700 Kilometer oder 10, 12 Stunden auf einen Tag im Regen fahren und ich bin trocken. Ich kann mich erinnern an eine leidvolle Erfahrung, also inhaltlich und fahrtechnisch hat es mich sehr viel weitergebracht, aber ich war bei dir beim Fahrsicherheitstraining im September letzten Jahres und da hat es uns wirklich eingewaschelt. Ich habe den Stiefel nachher so ausgeleert, da ist das alles raus, aber du warst staubtrocken nach 6-8 Stunden Fahrerei. Hannes, ich bedanke mich, 300.000 sind hinter dir, was glaubst, wo wird's enden, der Afrika? Wie lange darfst du das von Honda überhaupt noch haben? Ja, das ist offen. Eigentlich ist das offen, wie lange ich es noch habe. Das letzte Gespräch war ja vergangenen September, glaube ich, September, Oktober war ja die Vorstellung von der 1100er in Vösendorf. Und da habe ich mit dem Chef selber, mit dem Roland Berger, ein Gespräch gehabt. Da ist es gegangen vorn. Also anscheinend will Honda haben, wenn es mir auch körperlich und dass ich fit genug bin, dass ich den noch lange fahre. Vielleicht, dass ich so lange fahre, damit bis das Doppelkupplung, also diese, nicht das, also die Dual-Clutch-Transmission, also Doppelkupplung-Einheit, vielleicht wirklich verschließen ist. Von Vorverhalten. Dass man dann im realen Praxistest, weil jetzt die Maschinen legen und nur ja, aufgrund der Seh- oder bemerkbaren Verschleiße, so, ja, vielleicht haltet sie noch 200 oder vielleicht sie hat noch 200, aber wenn sie die 200 wirklich halten, dann werden wir vielleicht ein 500.000er Video auch noch machen. Ja, da würde ich mich drauf an. Also da ist sie, glaube ich, bei dir genau in den richtigen Händen. Ich freue mich auch morgen auf Fahrsicherheitstraining mit dir. Vielleicht da kurz noch, ja, wie schaut es aus, sind noch Termine frei heuer?
Ja, es sind, wir machen jetzt momentan wenig Termine online, weil die Motorradfahrer sehr stark glauben, am Saisonanfang ist es wertvoller, Training machen, was auch stimmt, aber während der Saison machen wir keins. Jetzt haben wir schon 2.000, 3.000, 4.000 oder 5.000 Kilometer runtergespult, jetzt sind wir super drauf. Aber jetzt, gerade jetzt wäre eigentlich für August, September und wenn der Oktober wettermäßig das zulässt, dieses Straßentraining ganz was Wertvolles, weil dann hätten diese Motorradfahrer, die 4.000, 5.000, 6.000, 8.000 Kilometer gefahren sind, über dieses Training eine echte Rückmeldung, ob sie Risiken betreiben oder anwenden in seinem Fahrverhalten, die sie selber gar nicht das Risiko bemerken, weil bei diesen Straßentrainings wird eine ganz genaue Risikoanalyse gemacht in Form, dass diese Streckenabschnitte, die befahren werden, mit 4 Kameras bestückt werden und dann adäquate Kurven kriegen die Kunden eine ganz genaue Auswertung, ob sie in einem Fahrverhalten Risiko behaftet oder eben weniger Risiko behaftet ist. Also es gibt genug Verhalten, wo man sagen kann, warum fährt jemand mit so einem immens hohen Risikolabel, wenn ich dieselbe Kurven mit derselben Geschwindigkeit mit wesentlich weniger Risiko fahren kann. Na, ich bin auch gespannt, ich werde morgen wieder teilnehmen und wie es ausschaut bei gutem Wetter, da freue ich mich schon sehr drauf, weil im Nassen war es auch wertvoll und auch wichtig und die Linienwahl ändert sich ja nicht, aber natürlich kann man, wenn man dann mehr umlegt auf trockenen Asphalt, das vielleicht dann noch mehr genießen und ich bin auch noch gespannt, was sich bei mir wieder für Fehler eingeschlichen haben, vielleicht oder ob ich letztes Mal gut genug aufgepasst habe, dass ich sicher unterwegs bin. Hannes, ich bedanke mich für das Gespräch. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn euch gefallen hat. Schreibt dem Hannes alle Fragen drunter, die ihr vielleicht noch zu Afrika-Tour habt, die wir jetzt nicht beantwortet haben. Wie ihr seht, 300.000 Kilometer sind kein Problem. Du wirst morgen mit deiner Varadero fahren, schätze ich mal, nachdem die hier bleibt fürs Service bei unserem Training. Freue ich mich schon sehr drauf und sage ich danke fürs Gespräch. Hannes, mach's gut. Ciao. Ciao, Valentin. Ciao, macht's gut. Servus.